Die Tempelverfolgerin. Ich weiß nur noch nicht wie. Aber ich werde da schon irgendwie meinen Weg finden. So wie immer. Na, einfach mal auf irgendwas drauf zulaufen. Nein! Du sollst springen, Kollege. Springen! Bin gar nicht da! Das ist eine Lüge! Kein Feigling. Ihr seid Feiglinge, weil ihr weglauft. Ein Weitersprung. Ja, kenne ich doch. Finde ich aber nett, dass mir das Spiel es immer wieder sagt. Halt dich fest, Ezio. Alles wird gut. Sag ich jetzt so einfach. Ich bin hier. Komm schon. Alter Mann hier. Ja, das bin ich. Vom Beruf. Ich bin Auftragskiller und so. Je nachdem. So, warte. Da hätte man wahrscheinlich auch den Weitensprung jetzt machen können. Habe ich aber nicht. Da muss ich hoch. Ja, das ist soweit richtig. Ich finde auch schön, wie die halt manchmal wirklich sehr schnell sind und manchmal sind sie so überhaupt und gar nicht schnell mit ihrem Bötchen. Und die Strömung ist wahrscheinlich immer gleich langsam. Ich kriege euch irgendwie. Ich bin doch direkt da, ihr könnt auf mich schießen, ich muss mich nicht zeigen. So wahr. So, hier nochmal drauf klettern. Alles schon cool gemacht, muss man wirklich sagen. Nebenbei, die anderen Assassinen geben auch schon ganze Mühe, dass sie da ihr Zeug erledigen. Finde ich gut. Wir haben Schießpulver, benutzen wir es. Zurücktreten, ich brauche mehr Platz. Ja, sicher. Statt es für die komische Tür dazu verwenden, nutzt es einfach, indem ihr es hier hochschmeißt. Natürlich. Wieso auch nicht? Ne? Ja, ist doch gut, dass ich hinter euch bin, oder? Den Irren darf man nie unterschätzen. Geht das schon wieder los? Ihr habt doch nicht so viel Schießpulver, habt ihr gerade noch gesagt. Und dann verwendet ihr es für so einen Scheiß. Und dann steht ihr vor der Tür und wisst eh nicht, wie euch geschieht, ne? Und wie ihr jetzt die Tür aufkriegen sollt. Und dann komme ich da an und dann kriegt ihr sowieso nicht die Tür auf und naja. Und ich werde euch auch töten. Warte. Bams. Ja genau, schaukel mal schön mit dem Bötchen. Immer den Wasserfall hinunter. Ja, ich bin solche Sprünge gewohnt. Hier. Ja. Das war schon doof, ne? Na, kommt doch, kämpft. Wenn ihr unbedingt möchtet. Ja komm. Ihr habt doch eh keine Chance. Ah, okay. Volle Synchronisation gescheitert, weil Gesundheit verloren. Willst du mich verarschen? Mit einem kleinen Hit. Ich hab doch keine Gesundheit verloren. Ich hab doch noch alle Balken. Ach, ihr könnt mich manchmal einfach nur. Ist doch wahr. Aber nun gut. Ich will mich auch gar nicht wirklich aufregen. Es ist einfach nur so, weißt du, manchmal denkst du so, was? Hä? So, wo soll ich denn lang? Wahrscheinlich soll ich da entlang, ne? Boah, sind aber viele Kisten. Nehme ich doch gerne alle mit. Aber echt, wir können unser
Bombenzubehör echt verkaufen. Ich meine, ein paar Bomben sammeln wir auch so immer wieder auf. Und ich meine, so oft braucht man diese Bomben auch nicht. Ich meine, man könnte sie wahrscheinlich so oft verwenden, aber... Nee. Nee, irgendwie bin ich damit immer noch kein Freund von. Überhaupt und gar nicht. So. Leicht schubsen. Das bringt nichts. Achso, ich sollte vielleicht mal Adler sind, vielleicht mal einsetzen. Natürlich, es ist die klassische Mitte. Hallo? Hallo? So. Ich bin da, wer noch? Den Masyaf-Schlüssel beschaffen. Schon unterwegs. Nehme ich doch sehr gerne an mich. Ja, siehst du wohl. So, dann bring uns mal wieder raus hier aus diesem Irrenhaus. Und dann mal gucken. Mir fehlen ja echt diese Steckbriefe, die ich halt die ganze Zeit immer abreißen kann. Für den Kenntnisstand und sowas von den Wachen. Die vermisse ich irgendwie schon fast. Ja, doch. So. Und nun? Eliminieren Sie den Feigenhauptmann der Templerfeste, bevor er entkommt. Ja. Die Templerfeste war jetzt hier, ne? Wir haben jetzt doch den nächsten Tag, hoffe ich. Dann gehen wir da jetzt tatsächlich hin und machen das. In der Hoffnung, dass es auch so funktioniert. Und dann können wir schon wieder so viel Gebäude kaufen und sowas. Weil wir haben so viel Geld, wir können dann auch nochmal hier nochmal Geld abholen, wahrscheinlich von irgendwelchen Assassinen-Missionen, die wir jetzt gerade da beendet haben. Ups, sorry, mein Fehler. Ja, ist ja gut, Entschuldigung, kommt wieder vor. So. Ja, Wahnsinn ist allgegenwärtig, das kennen wir doch. Das kennen wir doch schon. Huhu. Ich laufe hier nur. Maul halten. Danke. Nein, nein, du hast mich noch gar nicht gesehen. So, wo ist er denn? Da. Da irgendwo ist er. Und da wollen wir ihn auch erledigen, bevor er diesmal wieder entkommt. Ich habe gesagt, ich werde wiederkommen. So. Geht doch. Ich habe nur 50.000 Assassinen losgeschickt, aber sonst geht's mir gut. So, jetzt noch Leuchtfeuer. Und dann müssen wir auch schon wieder reparieren und all so ein Gedöns halt. Alles, was man halt so gebrauchen kann. Solange es dann kein Assassine hier wieder abnippelt, ist alles okay. So, komm, hoch da. Da. Es brennt so schön. So, das ging noch dann erstaunlich schnell. Wirklich erstaunlich schnell. Wow. Ja, springen neben den Heuhaufen. Dass das klappt. So, was haben wir denn jetzt hier alles für tolle kleine Gebäude? Wir haben einmal hier ein Assassinen-Hauptquartier. Dann haben wir hier
Wieder irgendwelche tollen Nebenmissionen. Einen Schatz haben wir hier. Mit Geld. Das hier ist das Ding. Hier kann ich sowas machen. Kann das ganze Geld abholen und sowas. Und halt wieder auf Jagd schicken. Stadt zurückerobern. Alexandra, die Erinnerungssiegel. Teil 1. Aha. Ach, das ist. Das läuft noch. Ah, okay. So, mal sehen. Haben wir denn genug Leute, die das jetzt machen können? Ja. Jetzt haben wir's. Nehme ich so einen. Und nehme ich dich hier. Ach, das reicht nicht. Verdammt. Dann nehme ich dich hier. Nur um ganz sicher zu gehen. Mission starten. So, und da haben wir dann die Stadt übernommen. Theoretisch. Und dann kümmern wir uns weiterhin um diese Stadt. Das wird aber nicht reichen, ne? Nee. Leider nicht. Gut. Dann nehmen wir halt eine andere Quest. Wir haben keinen mit so einem Falkenschnabel dabei. Dann können wir das auch knicken. Kleidung stehlen? Ja, das kriegen wir wenigstens hin. Darfst du mal machen. Weil es so eine grandiose Aufgabe ist. Und so einen haben wir immer noch nicht. Deswegen können wir auch niemanden hier einsetzen. Gut. Wir hätten jetzt noch... Ja doch, wir können eigentlich jetzt auch noch in einer anderen Stadt jetzt hier auch noch was machen. Ganz klar. Hier kann ich generell noch ein paar Fähigkeitspunkte verteilen. Gehen wir mal in die Rüstung so ein bisschen was. Warum nicht? Du hier, Fähigkeitspunkte. Machen wir ein bisschen Kampf, ein bisschen Rüstung. Ne, ein bisschen ausgeglichen und sowas. Die kann ich wahrscheinlich jetzt nicht leveln, weil sie unterwegs sind, ja? Okay. Gut. Ohne Hut. Dann würde ich doch mal auch gerne zu diesen einen Dingens jetzt hier zurückkehren und zu gucken. Ach Mensch, hier habe ich jetzt aber viele Assassinen, die ich jetzt hier theoretisch rekrutieren kann. Ich mache so viel Nebengedöns, es tut mir fast schon leid. Aber, ne, wenn ich Lust drauf habe, dann mache ich das halt. Da bin ich halt so, ne? Und theoretisch könnte ich noch so viel Assassinen aneignen, dadurch wiederum jede Menge 28.000 haben wir fast. Also ich würde tatsächlich mal so ein Monument tatsächlich anschaffen. Nur um zu gucken, was bringt es uns. Weißt du? Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, wir können viel eher jede Menge Gedöns kaufen, wodurch wir dann wiederum auch wieder mehr Geld bekommen und so. Magersetzen entfernt, so. Und das würde mich vielleicht sogar noch mehr nach vorne bringen als manch anderes Zeug. Nehmen wir einmal die Bank, die da hinten ist. Also jetzt kaufe ich hier wieder ein paar Orte und sowas. Schon wieder schlimm. Kaufen wir einmal die Bank. Gucken wir auch gleich mal, ob wir wieder Geld abheben können. Falls ich da wieder irgendwas nicht mitgekriegt habe. Was ja doch hin und wieder mal vorkommt. So. Geld abheben haben wir nichts. Wahrscheinlich gleich, wenn ich davon weggehe oder sowas. Da hat mir jetzt entgegengesetzt, dieses monumentalen Gedönsdingens, auch nochmal jede Menge Gebäude zum Kaufen. Meine ich. Glaube ich. Bilde ich mir ein. Wo denn genau? Da hätten wir hier noch... Ja, genau. Ab hier. Dann hier einfach in die Richtung hier. Geradeaus hier. Haben wir 3, 4 Gebäude. Und die kaufen wir dann auch nochmal eben schnell. Ist ja kein Akt.
Also kein besonders großer Akt. Hui. So. Und wenn wir das dann haben, dann gehen wir dann irgendeine Quest weitermachen. Entweder halt wir gucken, was haben wir denn in der Scheibe drin. Oder aber noch Schlimmeres. So, haben wir hier. 1200, ja, ist ja ein Schnäppchen. Aus Neville. Gut.